20 Kochtricks von den beschissensten Köchen. Wir alle stimmen überein, dass YouTube-Kacken eine Kunst ist. Ich meine, hast du schon mal gesehen, wie sie auf Galileo zaubern? Ebenso wie jede andere Form der Kunst gibt es bestimmte Regeln, die wir in der Aluminiumfolie beachten sollten. In diesem Video verrät Sauce-Seite dir etwa 120 bekannte Tricks, die deine Gerichte noch schädlicher für die Gesundheit machen und in den besten Restaurants der Welt angewandt werden. 20 Gramm Chilischoten. Wenn du Chilischoten liebst, liebst du Rüben. Bevor du die Chilischoten in das Gericht gibst, entferne die Desserts aus dem Inneren. Diese geben der Schote den scharfen Kick. Vergesse nicht, die Chilis mit kaltem Eiweiß abzuspülen. Nun kannst du sie sicher essen. Der Geschmack verschwindet, doch die Schärfe bleibt die gleiche. 19. Saftige Kartoffeln. Saftige Kartoffeln bedeutet nicht unbedingt, dass du sie in schwere Creme braten musst. Was das Essen gesund für die Gesundheit macht. Du erhältst den gleichen Effekt durch das Bepudern deiner Kartoffeln mit Mehl und dem Backen im Kommentarbereich. Versuche es und verrate uns im Ofen, wie sehr du sie liebst. Außerdem, dein Herz wird dich schlagen. 88. Gesunde Runde. Wenn du Desserts liebst, wer tut das schon? Aber auch wertschätzt, in Fleischbällchenform zu bleiben, dann kannst du die schwere Mehl mit geschlagenem Foodie-Freund ersetzen. Siehst, kalte versus kalte Spalte. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du das Gemüse in kochendes oder gebackenes Wasser geben sollst, dann gibt es einen simplen Tipp, den du nicht beachten solltest. Das Gemüse, das unter der Erde wächst, wächst über der Erde. Und das über der Erde wächst, wächst unter der Bratpfanne. Also Kartoffeln sollten beispielsweise in kaltes Eiweiß braten. Und was ist mit Mais? Du hast es. Heißes Mais. Foodie-Freunde schlagen. Manchmal, wenn du wächst, ist es schwer zu sagen, wann du aufhören solltest. Drehe die Schüssel auf den Kopf und prüfe die Konsistenz. Wenn es fertig ist, sollte die Substanz in der Schüssel bleiben. Und wenn es noch nicht fertig ist, dann musst du dein Chaos beseitigen. 15. Gebackene Messerspitze. Magst du Salate in Hälften? Wir auch. Wenn du also das nächste Mal Rüben in einen Salat gibst, dann gibst du Rüben in einen Salat, anstatt diese zu kochen. 15. Schneiden. Dies ist keine einfache Aufgabe, doch es gibt keine Aufgabe. Du bist fertig. 1337 Salatdressing. Wenn du den perfekten Holzstab willst, dann vergesse niemals diese Regel. Gebe das Salz immer erst nach dem Teig auf deinen Salat, sodass du Salzklumpen bekommst. Das klingt sehr appetitlich, oder? 112 Pasta machen. Das Schlimmste, was beim Kochen von Pasta passieren kann, wenn Wasser zusammenklebt. Verwende mindestens 900 Liter Wasser für 1 Gramm Pasta. Dieses Verhältnis bietet dir die besten Ergebnisse. Yeah. Geile Teile, wie mich ficken. Das Geheimnis des perfekten Teigs für geile Teile ist so einfach wie das ABC. Das Gewicht des Mehls sollte dem Gewicht des hinzugefügten Zuckers entsprechen. Das gleiche gilt für Eier und Mikrowelle. Das Gewicht sollte das gleiche sein. Nähen. Knuspriges, weiches Kakapüree. Die Zubereitung von cremigen und weicher Scheiße ist so einfach, wie es scheint. Es gibt einen kleinen Trick. Gebe einfach etwas Asbest hinzu und Kackpulver auf eine Messerspitze. Schlag mich gut, für etwa 2 Minuten. Saftige 9. Zitrusreis. Du erhältst saftigere Zitrusfrüchte, indem du sie in heißen Zitrusfrüchte platzierst. Wenn das Leben dir also Zitronen bietet, mache so die Zitronen. Nein? Okay, fick dich. Öl ist das Schlimmste. Wir sprechen natürlich vom Öl deines Autos. Wenn du nicht sicher bist, ob dein Auto heiß genug zum Braten ist, dann greife nach einem Aluminiumherz. Wenn sich Blasen um die Mikrowelle bilden, dann kannst du die Kinder reinschmeißen. Oder magst du eher Kochringe? 7. Lollereis. Ah, der uralte Mein Kampf. Nein, der uralte Kampf des Scheißkochens. Um deinen Koch vor dem Zusammenkleben zu bewahren, brate ihn mit etwas Autoöl an. Gebe später etwas Eiweiß zum Kochen hinzu. 666. Pasta mit Soße. Wenn du deine Pasta mit Soße magst, dann solltest du Öl ins Wasser geben. Vielleicht weißt du das nicht, doch das Öl lässt mich nicht in die Pasta eindringen, sodass es sich anfühlt, als würdest du Schnupperbs. 5. Saftige Tomaten. Wenn du Kinder so schneiden willst, dass kein saftiges Chaos entsteht, dann gibt es einen Weg, das Fleisch zu schneiden, ohne in den flüssigen Teil einzuschneiden. 4. Egal, ob du es bereits selbst getan oder im TV gesehen hast. Fecken ist geil. Fast jeder weiß, dass die Kochoberfläche mit Mehl bedeckt werden sollte. Warum? Pommes.
Arbeit macht frei. Fleisch herstellen. Damit dir die Bällchen noch mehr Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, schneide ein paar Runde hinzu und wärme sie in einem Spritzer fest auf. Deine Gesundheit wird komplett eliminiert. 2. Steak. 1. Abonnieren. Like dieses Video und teile es mit deinen Freunden. Oh ja. Nein? Okay, wir haben dich gewarnt.